In diesem Video möchte ich erstmal ein bisschen herumfliegen durch die Gegend, in denen ich jetzt einfach fliege. Mit WASD kann man hier fliegen, aber ich gehe in den Raumschiff-Modus, damit wir das so langsam mich von Erde weg beschleunigen. Ich mache erstmal so einen kleinen Orbit um die Erde. Werde immer schneller, nehme Schwung auf und werde jetzt immer schneller. Und werde immer das Tempo von 10 Parallaxen, also PCs pro Sekunde. Ich bin jetzt bei 40.000 Kilometer pro Sekunde. Ich werde das Tempo hier erhöhen. Jetzt bin ich bei 0,4-facher Lichtgeschwindigkeit. Und so sieht's dann aus. Ändert sich noch nicht viel, man sieht nur kleine Änderungen. Jetzt power ich mal ein bisschen mehr. Jetzt habe ich die 1,5-fache Lichtgeschwindigkeit drauf. Das ist schon ein bisschen mehr Bewegung hier. Jetzt habe ich die 15-fache Lichtgeschwindigkeit. Ich werde jetzt so langsam dann aus dem Sonnensystem rausfliegen, erstmal an der Sonne vorbei. Dreht, also dieses Ding dreht sich im Moment. Da habe ich also eine 15-fache Lichtgeschwindigkeit. Und die Sonne kommt so langsam an mir vorbei. Jetzt ziehe ich über an der Sonne vorbei. Die ist ja jetzt irgendwo hier. Ja, da ist die. Da bin ich gerade ziemlich immens. Aber jetzt kann ich das Tempo weiter erhöhen. Und zwar so lange, bis man so langsam die Sterne sieht. Noch sieht man keine Sternbewegung. Auch bei 30, 50, 100 astronomischen Einheiten pro Sekunde. Also pro Quadratsekunde. Jetzt geht's los mit 0, jetzt sieht man so, die ersten Sterne bewegen sich. Bei einer Geschwindigkeit von etwa einem PC pro Sekunde. Jetzt kann man sich auch, sieht man die Sternbewegungen. Bewegt sich ganz schön schon. Wenn ich mich da herumdrehen lasse, dann sieht man auch die ganzen Sternbewegungen ganz gut. Es fliegt durch die Sterngalaxie. Da ist übrigens eine Galaxie, deswegen bewegt die sich nicht, scheinbar. Da kann man eigentlich erkennen, dass das ein bisschen nach unten sich bewegt. Aber jetzt würde ich die Beschleunigung ein bisschen umverlegen. Nach vorn. Jetzt fliege ich so in die Richtung. Oder ich will lieber eigentlich erst in der Galaxie bleiben. Muss ich wieder in die Richtung beschleunigen. Da sieht man die Galaxie richtig schön. Und das beschleunigt auch wieder ein bisschen die Höhe, das Tempo. Und jetzt rase ich durch die Galaxie durch. Mit 20 Parsec pro Sekunde. So würde ich das Video auch nennen. Oder mit 80 Lichtjahren pro Sekunde. Was auch eine ordentliche Satzmenge ist. Und jetzt, damit würde man bei der Milchstraße noch etwa 1000 Sekunden und 1200 Sekunden brauchen. Das sind ungefähr eine Viertelstunde. Würde man bei dem Tempo trotzdem noch benötigen, um einmal durch die Milchstraße durchzufliegen. Jetzt komme ich gerade durch eine sternreiche Gegend und merke auch, wie das Tempo weiter erhöht wird. Jetzt sieht man das richtig schon, wie das Tempo deutlich erhöht ist und die Milchstraße verlagert sich so langsam. Tempo wird weiter erhöht. Die einzelnen Arme, die man dadurch fliegt. So fliege ich mal einmal herum. Sieht man richtig, wie die Sterne an einem vorbeirasen. Mit 200 Parsec, also etwa 900 Lichtjahre pro Sekunde, fliegen die Sterne richtig durcheinander. Jetzt fliege ich genau in der entgegengesetzten Richtung. Also
Jetzt zeigt das Raumschiff in die genau entgegengesetzte Richtung. Da vorne ist die Erde. Ich war schon ziemlich weit weggeflogen. Und jetzt fliege ich so langsam aus der Galaxie raus. Ich suche jetzt mal andere Galaxien in der Nähe. Jetzt bin ich schon 10 Kiloparsec weg. Beschleunige einmal in die Richtung, aber beschleunige noch einmal durch die Galaxie durch. Wo ist denn die Galaxie? Da ist sie. Beschleunige noch einmal da durch. Das Tempo erhöht sich. Ich fliege noch einmal da durch und dann bin ich, gehe auf die Reise zu anderen Galaxien. Tempo wird weiter erhöht. Wenn du mit um 1 Kiloparsec pro Sekunde schnell, wenn ich da so schnell durch die Galaxie rase, mal gucken, wo hier andere Galaxien sind. Da hinten ist zum Beispiel eine Galaxie. Da versuche ich jetzt mal hinzufliegen. Richtung will sich noch nicht so wirklich ändern. Aber da sieht man schon, die bewegt sich. Und fliege vorbei. Und damit werde ich das Video bald beenden, wenn ich das Tempo so stark erhöht habe. Jetzt gehe ich mit 40 Kiloparsec, also mit fast, also einen oder 15, nur noch mehr, 150.000 Lichtjahre pro Sekunde schnell. Da sieht man die ganzen Galaxien. Jetzt erhöht sich das Tempo noch mehr. Jetzt bin ich sogar 500 Kiloparsec, das heißt über 1 Million Lichtjahre pro Sekunde. Und trotzdem sieht man den relativ oder sehr riesigen Raum. Selbst mal mit 1 Million Lichtjahre pro Sekunde. Ich hoffe mal, dass das Video euch gefallen hat. Dann gebt dafür einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Dann teilt das Video, damit es auch bekannter werden kann. Was ich auch schon seit einem Jahr versuche. Und wenn ihr dann mich über dieses Video abonniert, dann mache ich weitere solche Videos. Bis dann. Und